Jetzt noch Teil 2, weil ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch Aufnahmekapazität hat, aber ich will das jetzt nicht jetzt, dass das jetzt ausgeschaltet wird, wo ich jetzt gerade über diese wichtigen Dinge rede, weil ich finde das unglaublich. Das ist alles unendlich wichtig. Mary Maloney war eine Künstlerin, die hat so gemalt wie Leonardo da Vinci. Und mit so viel Potenzial. Wir waren 30. Warte mal, 30? Waren wir 30? Ja, ungefähr. Ich glaube 30. Und das war eine Katastrophe. Absolute Katastrophe. Und die hatten mich rausgeschmissen aus dem Center. Denn hätte ich diese, wäre ich in dieser Group Session gewesen und hätte Mary Maloney gesehen in ihrer Verzweiflung darüber, dass Sophie sie rausgeschmissen hat aus ihrem Leben. Diese Verzweiflung. Ne? I don't like Paul going on the roof. I really don't like it. Paul geht mit einem Gerät aufs Dach, um da der will die Regenrinnen sauber machen. Das macht mir immer die allergrößten Sorgen. Ich finde das ganz schlimm. Kann ich mich gar nicht konzentrieren, wenn ich das sehe. Na, jedenfalls, jetzt geht das Gerät auch noch an. Ja, jedenfalls, hätten die mich nicht rausgeschmissen aus dem Center, was übrigens auch völlig gesetzeswidrig war. Das ging von Franz Czernow aus. Denn die war zu der Zeit in charge, weil Czernow retired hat und ihr die Legislation überlassen hatte. Und das war alles verkehrt, wie die mich behandelt haben, einschließlich Esther Odermatt. Esther Odermatt hat da mitgemacht mit diesen ganzen Fehlern. Die hätte da kritisch sein müssen und hätte sagen müssen, das geht nicht. Wir können die Nicola nicht rausschmeißen, nur weil die diese Medikamente nicht genommen hat. Und es macht mir echt Sorgen. Schrecklich. Ich kann das gar nicht mit ansehen. Ja, jedenfalls, blauer Gott, beschütze Paul, bitte. Ja, das tue ich doch. Das tue ich, das tue ich, das tue ich, das tue ich, das tue ich. Das tue ich, das tun wir. Okay. Ja, jedenfalls, wenn ich da gewesen wäre und hätte Mary Maloney in der Group Session gesehen, mit ihrer Verzweiflung, hätte ich die in den Arm genommen, hätte gesagt, komm und wohne mit mir. Zieh bei mir ein. Wir können uns die Miete teilen. Ich hätte alles versucht, der Mary Maloney zu helfen, durch diese schwierige Krise hindurch. Denn das ein liebevolles, sanftes, schönes, künstlerisches Mädchen. Und es war so ein Schock für mich, als ich das gehört habe, dass sie sich erhängt hat. So ein Schock. Und ein anderer Mann, der Len, Mami hat Len mal kennengelernt, Len in Mar Vista, glaube ich, haben die gewohnt. Leonard, Mami hat ihn kennengelernt. Anneliese hat dort gewohnt, bei Len und Danielle. Len war da schon. Er hatte sich seine eigenen Drogen verschrieben. Jetzt hat die Unterschrift gefälscht. Immer wenn ich zur Pharmacy ging, war Len dort da, zufälligerweise, und hat seine selbst verschriebene Medizin abgeholt. Und dann später ist er auf Heroin gerutscht. Und dann hat mir jemand gesagt, er hätte sich einen goldenen Schuss gegeben. Und eine Freundin von mir, auch aus Deutschland, die mit dem zu der Zeit dort gewohnt hat, die hat ihn gefunden in seinem Zimmer. Was für ein furchtbarer Schock. Und das habe ich mir alles mit angesehen, diese ganzen Situationen. Erst lief es gut im Center, dann Ajanov ist rausgegangen, hat es Franz Janov überlassen und die Kurve ging nach unten. Viele Fehler sind gemacht worden, auch mit mir. Es war sehr gefährlich, was Franz Janov auch gemacht hat mit mir.
muss ich ganz ehrlich sagen, und deswegen empfehle ich auch niemanden die Primärtherapie, weil Ajanov nicht mehr da ist. Ajanov ist auch gestorben nach Anneliese. Das war in 2017, sind beide gestorben. Nicht weit voneinander entfernt, nur ein paar Monate voneinander entfernt. Die waren auch ungefähr im selben Alter, weit über 90. Und zwei Psychologen, die viel geleistet haben für die Welt, muss ich wirklich sagen, und die mir viel gegeben haben. Meine wesentlichen Lehrer für mein Leben. Und wir müssen weiterhin in diese Fußstapfen gehen. Und wir müssen aber aufpassen. Wir müssen uns kritisieren. Wir müssen auch neue Dinge in die Welt bringen. Wir müssen auch vielleicht alte Dinge in die Welt bringen. Wir müssen all das in die Welt bringen und miteinander wirken lassen und arbeiten lassen und einbeziehen in einen allumfassenden Therapie-Approach, eine allumfassende Psychotherapie, die nicht nur mit Reden, bla 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 bla, sondern mit Tun, mit Machen, mit Meditation, mit Ehrlichkeit, mit Verwundbarkeit. Hier ist meine Verwundbarkeit. Ich zeige mich euch. Ich habe offene Hände. Ich lege meine Karten auf den Tisch. Und das ist mein ganz großer Wunsch, ein Therapiezentrum aufzuerstellen, erstmal lokal hier, aber ich möchte, dass das auf der ganzen Welt passiert, dass auf der ganzen Welt die Leute in diese Fußstapfen von Ajanov und Anneliese und S.N. Goenka und Jiddu Krishnamurti gehen und dass wir diese ganzen Dinge zusammenbringen, diese ganzen wertvollen Herangehensweisen zusammenbringen in eine Symbiose, in eine synergistische Herangehensweise, eine Synergy of Psychotherapy. Okay, das ist mein ganz großer Wunsch. Dafür habe ich ich habe so ein GoFundMe-Page für dieses Therapiecenter, hat aber keiner gespendet, wird auch nicht passieren, ist auch egal, ist auch. Das kann ich auch nicht erwarten. Die Leute wissen ja gar nicht, was das beinhaltet. Die denken, ich will da nur umsonst Spendengelder einkassieren und dann passiert da nichts mit oder so. Das ist auch schwierig, der Welt das zu offenbaren, was da alles mit drin steckt und wie unendlich wesentlich das ist für die Welt. Damit komme ich auch wahrscheinlich nicht weiter, ist auch nicht so schlimm. Ne? Also probieren kann man ja sowas alles, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist eben, dass ich, solange ich jetzt noch längere Videos mache, dass ich eben diese Idee in die Welt bringe. Und wer auch immer dann diese Idee aufgreift oder diese nicht, ist ja nicht meine Idee, sondern diese verschiedenen Therapie-Herangehensweisen aufgreift und die zusammenbringt in einen synergistischen Therapie-Approach, dann das ist, was wir erzielen wollen in der Welt. Wir wollen diese Therapiezentren erstellen auf der ganzen Welt, Indonesien, Afrika, Deutschland, Frankreich, überall, United States, überall sollen in jeder einzelnen Community, in Gemeinde soll so ein Therapiecenter erstellt werden, religionfrei und kostenfrei, ja. Dogmatismenfrei und diktaturfrei und faschismusfrei, also frei von diesen ganzen Gesellschaftszwängen, frei von diesen ganzen Richten und Hierarchien und so weiter, so dass mit richtig guten Leuten, jeweils mit Leuten, die wirklich engagiert sind, den Leuten zu helfen, wo wir ganz strikte Regeln haben, strikteste Regeln haben, wo keine erlaubt ist, böse, boshafte Sachen zu sagen.
wo keiner erlaubt ist, dem anderen verbal oder körperlich weh zu tun, wo keine Gewalttätigkeit erlaubt ist, wo keine Drogen erlaubt sind, wo kein Alkohol erlaubt ist, wo kein Nikotin erlaubt ist, wo keine Substanzen erlaubt sind, nur gesunde Sachen erlaubt sind, wo wir einen Garten haben, wo wir unsere eigenen Pflanzen anbauen, wo die Leute auch lernen über ökologischen Gartenbau, über biodynamischen Anbau von Pflanzen, über Kompostieren. Die Welt ist verdreht. Wir müssen, die ganze Menschheit muss umdenken. Je schneller, desto besser. Wir müssen umdenken. Paul und ich machen Kompostieren. Wir haben Kompostiertoiletten. Alles wird kompostiert. Und das war auch nicht einfach am Anfang. Ich habe das durch Ökologen gelernt, die sehr engagiert sind. Aber die haben diese ganzen kleinen Fallen und so, ne? Das haben die da nicht mit reingebracht. Wahrscheinlich auch weil die sich schämen, ne? Da sind ja viele Sachen, die dann falsch gehen können, wo man das dann nicht richtig macht oder so. Wir, Paul und ich, haben wirklich das selber alles durchexerziert und gelernt, und wir haben jetzt genauestens gelernt, wie man Kompostiertoiletten benutzt, ohne Methangas, Emissionen, okay, ohne Greenhouse-Gas-Emissions in die Atmosphäre zu bringen durch unsere Kompostiertoiletten. Und mit den saubersten Mitteln, mit den besten Gerüchen und mit 100% green. Everything green, 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 green. Green grass. Green fresh grass. Und Kompost, Kitchen Kompost, alles. Ne? Man kann das auf die beste Weise machen, und es ist ein bisschen mehr Hand. Und Biceps Arbeit mit involviert, aber es ist nicht, es ist gar überhaupt nicht schlimm. Man kann es schaffen. All das muss gelehrt werden an in diesen sogenannten Help Centers, die ich aufstellen möchte. Ganz simpel, Help Center, okay? Ist Center von daher, es ist sozusagen, wie Papi das damals auch gesagt hat, als er, das hat mir sehr imponiert, mit diesem Yoga Retreat Center in der Mitte dieser der futuristischen Stadt, wo jeder zu Fuß hingehen kann und sich hinsetzen kann, was religionfrei ist, free from religion, und richten frei, also ohne Richtung, ohne Richten, ohne Judgment, ohne proselytizing, ohne den anderen zu überzeugen von seiner eigenen Religion, sondern zusammen in dieses Zentrum gehen, sich da hinsetzen. Da werden die Geräusche verschluckt. Da kann man wirklich in sich selber reingeht, fand ich ganz toll. Und sowas brauchen wir. Wir brauchen so einen Raum, so eine Art Sense Deprivation Room. Okay, wir brauchen alles, was wir, was alles, was hilft. Wir brauchen Yoga-Räume, Meditationsräume, einen biodynamischen Garten. Wir müssen den Teenagern helfen, ne? Die können dann lernen zu malen und mit Ton arbeiten, und das auch, was Jiddu Krishnamurti erreicht hat, und Rudolf Steiner, die haben schon tolle Sachen auferstellt. Rudolf Steiner hat allerdings den Fehler gemacht, Religion mit reinzubringen. Das war ein großer Fehler. Wir können jetzt aus diesen Fehlern lernen. Religion geht nicht. Religion ist tot. Es ist ein Gehirnhämmer. Okay? Bitte keine Gehirnhämmer mehr, okay, in der Welt. Wir müssen
unbedingt uns befreien von diesen ganzen sozialen Hämmern und sozialen Judge-Hämmers und so weiter. Und von diesen, von allen Gedankenbremsen befreien. Wir wollen uns befreien und wir wollen ganz in den Fluss der Kreativität, der Kunst. Die Kunst muss an die Macht und das ist die Wahrheit. Jonathan Mese ist ein ganz großer Philosoph, der von allen missverstanden wird. Die Message ist die gleiche wie meine. Die Message ist, wir müssen wieder zurück zu, wir müssen, vielleicht waren die Menschen noch nie dort, wir müssen zurück zur Kunst, wir müssen zurück zur Natur. Wenn Jonathan in den Wald geht, sagt er, hier ist alles nur Kunst. Es ist alles nur Kunst. So wie ein Ast wächst, es ist Fluss. Da ist nichts gehemmt, da ist nichts gebremst. Okay? Es fließt und wächst und proliferiert. Und so müssen auch wir Menschen wieder leben. Wir müssen wieder zurück in die Natur. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt wieder 500 Jahre zurückgehen in Bezug auf, wie die Leute damals gelebt haben. Im Gegenteil. Im Gegenteil. So, wir müssen zurück zur Natur. Das heißt nicht, dass wir die Technologie aufgeben müssen. Die Technologie ist unser Freund. Die Technologie wird uns auf diesem ehrlichen Weg und Wunsch und mit dieser Mühe, die wir da reintun, wird die Technologie uns helfen. Die Technologie wird synergistisch mit uns zusammenarbeiten, um die Welt zu verbessern, um die Erde wieder in Balance zu bringen, um auch der Mars zu terraformieren. Elon Musk wird jetzt in den nächsten paar Jahren zum Mars gehen und wird auf dem Mars anfangen, den Mars zu terraformieren. Ganz langsam mit Hochgebirgsmoosen. Das sind ja Gewächse, die in Gegenden überleben, die kaum Sauerstoff haben. Damit fängt er an und dann wird er ganz langsam, es wird ganz langsam immer weitergehen, dann auf Desert Brush, Sage Brush und dann langsam, langsam, langsam wird es zu einem Klima gemacht, zu einem lebbaren Klima. Und dann Bäume werden angepflanzt und dann in 100 Jahren werden die Leute rausgehen können auf dem Mars. Ohne Anzug, ohne Schutzanzug, ohne Radiation-Schutzanzug. Aber mit Gasmaske zuerst. Ne? Und in 200 Jahren ist es soweit, dass die Leute auf dem Mars wandern können und die Natur genießen können mit Erdenpflanzen und so weiter, mit Bäumen, mit Wäldern. Wir müssen die Welt, in der wir leben, und die Menschen werden in den Weltraum wandern, graduell. Einen Planeten, einen lebbaren, machbaren Planeten nach dem anderen finden und dort kolonisieren und so weiter. Jeff Bezos hat gesagt, die Menschheit wird sich expandieren. Aber dafür müssen wir raus in den Kosmos. Und das ist ja auch okay. Es ist alles okay. Solange die Menschen lernen, liebevoll miteinander umzugehen, okay, nicht einen Raum, nicht einen Planeten zu überbevölkern, sondern weiterzugehen, auch mal rational zu denken und zu sagen, wie viel Platz haben wir, wie viele Wälder haben wir, wie viele Ressourcen haben wir, die wir benutzen können zur jeweiligen Zeit auf jeweiligen Planeten. Und wie weit können die Menschen sich proliferieren, indem die dann
einen weiteren Planeten gefunden haben. So, man muss alles rational angehen, man muss alles liebevoll angehen, man muss die Natur, die Kunst regieren lassen. Das bedeutet nicht, dass mein Bild jetzt Präsident wird, sondern es bedeutet, dass dieses Bild ein Dienen der Kunst ist, dass ich das Bild male aus diesem Fluss heraus, aus diesem inneren Kalibrieren, aus diesem inneren Gefühl heraus, so muss es sein. Das ist ein Spüren, ein sich voranspüren ist das. Da kommt kein Design von außen mit rein. Da kommt kein Geschmack mit rein. Das ist ein reines sich nach vorne fühlen. Und so muss alles angefasst werden. Alles muss so angefasst werden. Alles, die Puppen, die Welt, unsere Nahrungsmittel, unsere Gesundheit, die Politik, alles muss in diesem Sinne gemacht werden. Ein Therapiezentrum muss so angefangen werden und muss so proliferiert werden. Mit Schulung, alles umsonst, so alles kostenlos. Nicht umsonst, sondern es ist für die Verbesserung der Welt. Und alles kostenfrei, frei von Religion, frei von diesen ganzen Zwängen, frei von den ganzen Unnützigkeiten und Bremsen. Und das muss gesponsert werden von Sponsors, von Freunden, von Governments und so weiter. Und von unseren Steuergeldern, da sollen die Steuergelder rein. Da muss das Geld reinkommen. Okay. In das, was uns hilft, was die Welt, nicht nur die Menschheit. Die Menschheit ist nur ein kleiner Teil davon. Okay. Wir sind umgeben von anderen Lebewesen, die Raffen, Krokodilen, und alle wollen leben und proliferieren. Alle wollen geliebt werden und essen und das Leben genießen. Okay? Nicht nur die Menschen, alle Wesen wollen glücklich sein und beschützt werden. Die wollen sich gegenseitig, wir wollen uns gegenseitig beschützen. Okay? Und wir sind Tiere, die sind Tiere, wir sind alle unendlich wertvoll und wir sind alle gleich wertvoll. Okay? Alle Wesen sind gleich wertvoll, die Wale, alle Wesen, auch wenn die Menschen keinen richtigen Bezug vielleicht zu einem Wal haben, okay? Weil es noch keine richtige Kommunikation gegeben hat, weil die Sprachen so unterschiedlich sind. Die Wale sind noch viel intelligenter als die Menschen. Die haben noch viel mehr Kognitionskraft als wir. Wir haben nur die Sprache noch nicht gefunden. Das sind aber Leute, die dabei sind, die Sprache zu finden, eine Brückensprache zu entwickeln. Okay? Sodass wir anfangen, uns mit diesen Wesen zu unterhalten und denen Fragen zu stellen. Wie lebt es sich im Meer? Was passiert? Und dann werden die Wale aber uns alles sagen. Die werden sagen, was ihr da macht mit dem Walfang und mit den aktiven Sonaren, das geht nicht. Das ist ganz schlimm, was ihr da macht. Das dürft ihr nicht erlauben. Bewusstwerdung. Okay? Es geht darum, dass wir einen Bewusstwerdungsprozess in die Welt bringen. Okay? Mit diesen Therapiezentren, das ist mein ganz großer Wunsch. Mit einem Therapiezentrum wie das, was ich mir da denke, diese ganzen wertvollen Herangehensweisen mit einzubeziehen. Mit so einem Therapiezentrum hätte man Victoria Siegel helfen können. Okay? Victoria Siegel ist ein ganz wertvoller Mensch. Die hätte unglaublich tolle Dinge geschaffen in ihrem Leben. Von 100 Jahren oder mehr. Die hätte Künstlerin werden können. Die hat
Musik geschrieben, die hätte Musiker werden können, die hätte singen können, die hätte uns Poesie bringen können, die der Menschheit weitergeholfen hätte. Wertvolle Dinge. Der Vater ist jetzt nur noch in einer Mission. Und die Mission von David Seeger ist, den Teenagern zu helfen, wirklich zu helfen, wirklich, denen wirklich Mut zu machen, denen weiterzuhelfen. Das Bullying muss aufhören. Wir brauchen bessere Maßnahmen dafür. Bullying in Schulen darf nicht mehr erlaubt werden. Peer Pressure, er ist sich sehr bewusst darüber, über die Gefahr von Peer Pressure. Ich will den Teenagern das alles so klar machen wie möglich. Versteht doch, dass Peer Pressure eine Gefahr ist, dass Drogen eine ganz große Gefahr sind. Ganz, ganz groß. Alkohol ist eine Gefahr. Geht nicht in die Richtung. Trinkt keinen Alkohol, raucht nicht, nehmt keine Drogen. Geht in den Intellektualismus stattdessen, geht in die Kunst. Das ist viel schöner, das fühlt sich viel schöner an, es ist viel gesünder. Wir brauchen euch, wir brauchen eure heilen Gehirne. Okay? Ihr seid alles wichtige Menschen, die Zukunft der Welt braucht. Okay? So, ruiniert euch nicht, bitte nicht. Geht nicht danach, was irgendein Arschloch sagt. Irgendein idiotischer Arschlochmann oder junger Mann oder was weiß ich, der sich als cool verkauft. Fallt nicht darauf rein, okay? Sagt nein zu solchen, sagt nein zu den Arschlöchern der Welt.